Willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen baureichen und fallenreichen Folge. Till Forest, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, letzte Folge habe ich ja gefragt, was soll ich vielleicht mal noch so bauen? Und mir hat jemand einen Kommentar von euch geschrieben, und zwar der gute PV. Und ja, Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Und zwar hat er den Vorschlag gebracht, dass ich vielleicht mal einfach jede Falle hier zeige in dem Spiel, jede Falle, die es halt gibt, einmal baue. Und ja, wir werden auf jeden Fall jetzt mal damit anfangen, jede Falle einmal zu bauen. Dort oben, wir haben zwar diese eine, die so komisch runterklappt. Ja, also ich denke, ihr wisst schon, welche ich meine, die hier. Die haben wir zwar schon immer hier gehabt, aber wir machen das einfach mal so. Wir tun jede Falle einmal oben in dem Bereich, den wir erst seit kurzem so neu haben, wo wir halt unser Zeug seit kurzem so richtig bauen. Dort werden wir jede Falle, denke ich, einmal bauen. Mindestens einmal. Ja, die eine Falle haben wir dort schon zweimal. Aus Sicherheitsgründen und so, aber an sich. Ja, Ziel für diese Folge ist auf jeden Fall halt hier nochmal ein bisschen was verteidigungsmäßig zu machen. Die Steine-Dinger innen drin weiterzumachen. Und ja, ich möchte halt auch probieren, jede Falle einmal zu bauen jetzt hier. Wir werden jetzt erstmal hier platzieren, hier noch die Schlingfalle, ich würde sagen, die kommt hier so hin vielleicht, oder? Ja, obwohl hier könnte die eigentlich auch ganz gut so sein von der Position her. Ja. Lass uns die hier so hin machen. Da müsste aber hier der Baumstumpf ein bisschen weg, wie ich finde. Da wird das dann halt hier noch ein bisschen schöner aussehen. Naja, die Baumstümpfe müsste ich sowieso mal hier ein bisschen entfernen. Weil das fällt mir sowieso auf. Hier haben wir sehr, sehr viele Baumstümpfe. Und ich weiß nicht, es sieht dann nicht so ganz schön aus. Und vor allem tun die Kannibalen ja auch meistens da so draufsteigen und manchmal dann so rumspringen und so. Deswegen lieber mal denen ihre Möglichkeit so mit dem Springen etwas lindern, wegmachen. Ja. Und wir werden doch nochmal eine andere Position nehmen für die Schlingenfalle. Weil die ja dann direkt hier im Weg steht von der Falle hier. Wäre hier der Boden nicht so ungenau, würde ich die sehr, sehr gerne hier bauen. Aber Pläne sind dafür da, auch die manchmal zu ändern. Moment, 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 Moment. Komm schon, Bogen. Jawohl. Ja. Sehr gut. Ich sehe nämlich gerade, wir brauchen sowieso was zu essen. Dann haben wir jetzt hier einmal Essen da. Sehr schön. Und das andere hier nehmen wir mit, weil wir brauchen ja sowieso auch Rüstung immer wieder. Gut. Ja, und dann suchen wir jetzt mal ganz kurz eine Stelle raus für die Falle. Ja, wir können ja schon mal die Steinschwungfalle hier wo platzieren. Das ist so eine Falle, ja. Wenn halt hier einer langläuft unten, dann über so ein komisches Teil, dann schwingt es hier diesen Stein irgendwie so entlang. Ich würde sagen, das bauen wir einfach mal hier so. Ja. Wie viele Baumstämme brauche ich da? Ich sehe das nicht richtig? 6 Stück. Ja, wir entfernen einfach mal hier so die Bäume, die hier ganz nah da so dort daneben sind, würde ich sagen. So. Dann bauen wir erstmal das hier. Würde ich vorschlagen. Aber erstmal nochmal ganz fix zu unserem Essen hinrennen. Ich will jetzt nämlich nicht, dass es verbrennt. Das wollen wir natürlich nicht. Oh. Okay, das Essen ist gut. Jawohl, nein, anscheinend nicht so ganz. Ich glaube, es ist leicht ein bisschen angebrannt. Ja, egal. Gegessen haben wir es trotzdem. Und Magen gefüllt hat es auch trotzdem. So. Okay, wir brauchen noch ein Seil. Ja, dafür bräuchten wir Stoff einmal. So. Zack. Wir machen lieber mal zwei Seile. Ich mag das immer mal noch ein zweites zu haben, so als Reserve halt. Ja, Reserve ist ja eigentlich nicht verkehrt. Bisschen was auch noch so für Notfallsituationen oder so zu haben. Ja, jetzt bräuchten wir nochmal ein paar Baumstämme. Um genau zu sein, 2 Stück. Die werden wir uns jetzt mal noch hier besorgen. So, Baum fällt gleich. Und die restlichen Baumstämme packen wir mal in die Basis dann hinten rein. Würde ich sagen. Obwohl, wir können dann ja jetzt noch die Schlingfalle hier machen. Moment.
Ich muss erst mal was schauen. Wo ist hier das Ding? Ach, hier müssen die drüber laufen. Hier wird dieses Seilding hier. Und dann schleudert das Ding dort so nach rechts. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Aber ich möchte lieber mal reine Sicherheitsmaßnahme. Mal noch hier so ein Lichtding hinmachen. So, machen wir das. Einfach damit ich weiß, auf der Seite ist das Ding. Weil wenn es dunkel ist, ja. Da will ich nicht dort reingehen. Sagen wir es einfach so. Ja. Kann man, glaube ich, verstehen. So. Schlingfalle machen wir hier hin, würde ich sagen. Ja, lass uns die einfach mal hier hinbauen. So. Dann machen wir die Falle hier hin. Einmal weg mit dem Stumpf hier. Komm. Jawohl. Ja, und die Sturzfalle, die hätte ich ja auch erwähnt. Ich möchte ja gerne alle Fallen noch einmal hier haben. Die tun wir deswegen hier hin so. Dann haben wir dort was, hier und hier. Ich finde das eigentlich so gar nicht verkehrt. Danke für den Vorschlag auf jeden Fall, so mit den Fallen. In den Kommentaren bei der letzten Folge. So. Einmal hier hinter. Bäumchen fällen. Ja, machen wir den auch noch weg. So. Zack. Steine würde ich gerade noch ganz gerne voll kriegen. Die würde ich nämlich dann gleich auch erstmal wieder in der Basis anbringen. So. Zack. Hier ist noch so ein Baumstamm. Gut. Auch alles dran. So, wo sind die restlichen Baumstämme? Okay. Drei Stück haben wir jetzt noch. Ja, hier möchte ich auch nochmal so ein Licht hinmachen. Wegen der Schlingfalle. So. Zack. Machen wir einfach hier so. Ja, ich glaube, das sieht sogar ganz gut aus. So. Mit dem Licht noch dazu. Ich glaube, das hat noch einen schönen stylischen Aspekt. So noch mit. So. Das gleiche machen wir auch nochmal hier so auf beiden Seiten, würde ich sagen. Finde ich eigentlich nicht verkehrt so. Na, Mist, hier brauchen wir jetzt ein Köpfchen. Also einen Schädel. Na, ich glaube, daran werden wir zeitiger kommen, als es uns eigentlich lieb ist. Das glaube ich wirklich. So, Tor öffnen. Jetzt erstmal dort hinten das Ding zumachen. Ja. Oh, habe ich da gerade was gehört? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell noch den anderen Baumstamm draußen holen. Oh ja, das Bild ist gerade wie kurz stehen geblieben. Wenn es meistens ruckelt, kommen die. Ja, kommen sie auch. Das ist aber wirklich so mittlerweile. Das Spiel ruckelt manchmal ganz kurz und nach dem Ruck lassen die Gegner da. Das ist mir aufgefallen so in letzter Zeit. So, komm schon. Ja, na los. Hinten kommt auch noch einer. Wir sind auf jeden Fall über 5. Ach du Schreck. 4, 5, 6, 7, 8 würde ich sagen, weil da weiter hinten auch noch mal was ist. Wir machen mal hier ein Licht an, schnell. Schnell hier vorne ein Licht anmachen. So. Das Ding hier stellen wir neu auf. Dankeschön für den hier.
Sehr, sehr freundlich. So, und jetzt bekommen wir sowieso den Knochen auf, den wir brauchten. Also diesen Schädel. What? Den einen hat es nicht erledigt dadurch. Komm schon. Nein. Mist. Komm schon, das Ding neu aufstellen. Okay. Machete nehmen. Die einmal auch nochmal vergiften, würde ich sagen. So. Komm schon. So, jawohl. Aua. Jawohl. Aua, nochmal zurück. Einmal Echsenrüstung ran. Lass uns mal unser Tor ausmachen, schnell. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Komm schon, hier das Zeug mitnehmen. Hallo? Dreht er nicht so am Rad. Schlimm mit der heutigen Jugend hier. Alle drehen am Rad. So. Pfeile hier nehmen. Verbinden mit dem Bogen. Komm schon, das Ding hier neu aufstellen. Oh oh. Der eine hängt fest ein bisschen. Hallo? Ja. Irgendwie ist der gerade leicht buggy. Okay, einmal hier nach hinten. Gut. Lass uns mal hier dieses kleine Stück ein bisschen mit Steinen berüsten, ja. Ja, und ich würde auch eigentlich sagen, dass wir hier das nächste Baumhaus platzieren. Oder wie wir das hier weitermachen mit plattformmäßig und so. Das Problem ist bloß, eigentlich wollte ich mich, wenn er jetzt erstmal um die Gegner hier kümmern. Ja, das wäre mir nämlich eigentlich erstmal ganz lieb hier. Was? Jetzt? Jawohl. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. So, sehr gut. Na los. Ja, jetzt die Falle hier aufstellen, schnell. Hallo. Du lernst auch nicht aus deinem Fehler, oder? Leider gar nicht. Leider ganz und gar nicht, der Herr hier. So, das Ding ja schnell nehmen. Zack. Oh, 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 oh. Den hier hinten reinschmeißen noch. So, jetzt machen wir hier weiter wegen dem Angriff hier. Bei den Kannibalen. Ein paar hauen gerade ab. Ja, gut. Und entschuldigt mich wegen dem kleinen Cut, den ich jetzt hier machen musste, Leute. Da ist, sage ich mal so, gerade zwischen diesen Cut und dem, was ihr davor gesehen habt, etwas Kleines, Privates gewesen, weswegen ich jetzt gerade leider hier was wegschneiden musste. Jetzt bin ich übel und jetzt machen wir hier weiter. Noch fix. Okay, eine neue Rüstung können wir leider gerade nicht herstellen, dann tun wir mal eine neue anziehen. Ja, so zack. Dann machen wir nochmal eine neue Rüstung hier. So, jetzt sind wir wieder voll. Sehr schön. So möchte ich es auch ganz gerne immer sehen hier. Jetzt platzieren wir mal dort hinten noch die kleine Leuchte, also die Lampe hier. Was ist das? Ach, hier ist so ein... Ja. Ja, so ein Hupfding. Dann muss ja hier eigentlich ein Mutant in der Nähe sein. Ohohoho. Ich will es lieber gar nicht so genau wissen. Ich glaube, ich habe da gerade noch mal eins springen gehört. Okay, Leute, dann müssen wir vorsichtig sein, auf jeden Fall.
Naja, vorsichtig sind wir meistens. So, okay, ja, wir wollten ja hier noch was platzieren, wie ein Baumhaus oder noch eine Plattform oder so. Das wollte ich ja jetzt noch machen hier als nächstes. Was wir dann hier noch so bauen. Ja, und zuallererst muss ich das mal schauen, ob das so mit meinem Plan gut übereinstimmt. Hier haben wir es. Ich würde sagen, das hier wäre dann nochmal. Das wäre mein Plan. Das Ding platzieren wir hier so. Ja, würde ich sagen. Hier kommen davor noch solche Steine hin. Das wäre natürlich auch noch der Plan. Ja, wie wir das halt auch hier gemacht haben. Ich werde das natürlich auch weiterhin so durchziehen mit den Steinen. Versteht sich natürlich auch von selbst. Ja, hier ging das jetzt irgendwie nicht mit dem Platzieren. Das ist manchmal ein bisschen blöd, so mit dem Platzieren irgendwie. Okay, jetzt hat es geklappt. Gut, weil ich will ja hier die Bäume behalten. Das hatte ich ja auch schon zu Beginn gesagt, damals, wo wir das hier eingemauert haben. Ich will unbedingt die Bäume behalten, aber das Problem ist, Mutanten können die halt auch mit einreißen. Weswegen wir halt da auch immer so ein bisschen was Schutzmäßiges ranbauen müssen. Das halt auf jeden Fall. So, nochmal ganz kurz ein neues Seil machen. So, wunderbar. Gut. Wie sieht's mit unseren Stöcken aus? Okay, da haben wir noch ein bisschen was. Dann lasst uns mal noch hier ein kleines Feuer machen hier. Ja, hier. So. Dann machen wir mal noch hier eins, so in die Mitte. Den Stein nehmen wir mal mit. Und hier machen wir auch nochmal eins hin. Ich will halt einfach jedes Mal auch hier genügend solche kleinen Feuerstellen haben. So. Und in der nächsten Folge, denke ich, werden wir dann nochmal auf eine Reise gehen. Auch wenn ich eigentlich viel lieber hier weiterbauen möchte, aber wir müssen halt uns auch um Vorräte nochmal kümmern, ein bisschen mehr. Auch wenn ich halt in den letzten Folgen immer mehr und mehr Laune bekommen habe, hier immer weiter hier oben rumzubauen. Ich weiß nicht. Ich habe mich irgendwie aktuell wieder richtig verliebt hier in dieses Rumbauen und so. Ich will einfach ein bisschen kreativ auch noch werden. Und ja, ich möchte halt einfach ein bisschen noch kreativer werden hier. Ich habe ja auch schon mal erzählt, ich plane auch noch irgendwie was ganz Großes mal zu bauen und so. Ich weiß nicht. Ich habe halt einfach absolute Liebe zu diesem Spiel wieder gefunden. Ich hatte es ja früher schon sehr, sehr gerne gespielt. Und ja, jetzt so seitdem ich das Spiel jetzt playe. Ich weiß nicht, habe ich absolute Liebe wieder für dieses Spiel. Ja. Das ist auch mehr oder weniger das Spiel, was ich halt aktuell am liebsten aufnehme und so. Weiß nicht. Ist halt auch so. Klar, man hat hier harte Kämpfe und so, ja. Das kann ich natürlich nicht leugnen und so. Aber was ich halt gerade auch schön finde, ist, ich muss jetzt nicht unbedingt jederzeit. Wie sagen wir es mal? Ich muss halt nicht jederzeit komplett die ganze Zeit kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich habe halt auch ruhige Momente mal und so. Und das finde ich ganz schön, weil ich mag es auch mal, wenn es ein bisschen ruhiger alles so vor sich geht. Nicht immer die ganze Zeit nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wie ich das ja in anderen Spielen viel, viel mag. Mach. Und ja, ich mag es halt auch manchmal ein bisschen idyllischer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen, ja, sagen wir es einfach, ein bisschen langsamer und so. Klar, hier hat man auch Kämpfe, ja, aber ich hoffe, ihr wisst schon, wie ich das meine. Man kämpft ja jetzt nicht gerade hier die ganze Zeit und so. Ja, und das mag ich halt einfach. Ja, und zum anderen ist das ja das erste Spiel wieder mal, was ich, ja, wo ich ja wieder mal sehr, sehr viel von hochgeladen hatte. Ich hatte ja, naja, jetzt lade ich schon in letzter Zeit öfter jeden Tag mehrere Videos wieder hoch, aber sagen wir mal, wo halt The Forest angefangen hatte, da hatte ich ja zu dem Zeitraum meistens nur ein Video so täglich meistens gebracht, weil ich da in der Zeit gerade nicht so in der Lust war. Mit dem Aufnehmen durch The Forest kam irgendwie die Lust so richtig wieder zurück. Ich weiß nicht. The Forest und ich haben eine Liebesbeziehung. Ach, ich und The Forest haben eine Liebesbeziehung. Ist das nicht schön? Ja, ist schön.
Lass mir gleich eine Axt und einen Baum auf meinem Arm tätowieren. Okay, nein, das mache ich dann doch nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, wir platzieren jetzt mal hier noch das nächste Ding hier so für unsere Mauer hier oben. Hallo? Komm schon. Ja, das geht dann hier so blöd schräg nach unten. Ich schätze, wir müssen das hier nochmal ein bisschen weiter fertig machen. Vielleicht geht das dann besser. Vielleicht geht das dann besser so dort. So. Und fragt mich nie, warum ich bin gerade jedes Mal irgendwie ein bisschen paranoid hier. Hier in dem Wald in der Nacht. So, wir machen das einfach mal so. Wir bauen die Steine von der Seite aus hier ran. Würde ich einfach mal so sagen. So, klappt das nämlich auch ganz gut eigentlich. Weiß nicht, vielleicht werden wir so sogar noch mal ein bisschen schneller fertig. Kann ja gut sein, weil dadurch muss ich ja nicht jedes Mal auf die andere Seite noch rennen. So. Zack. Aber dadurch sehe ich halt leider nicht gezielt genau, was für ein Ding ich gerade da und da fertig baue. Das ist halt ein kleiner Nachteil. Weil ich halt eigentlich gezielt erstmal hier diese Seite ja fertig haben möchte. So. Gut. Ja, jetzt ziehen wir mal hier die Mauer nochmal. Jawohl, hier geht das diesmal perfekt. Und wie sieht es hier aus? Auch perfekt diesmal. Okay, sehr gut. So gefällt mir das da. Ich glaube, unten haben wir das ja auch so gemacht. Nur zwei solche Etagen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir dort drei gemacht haben. Aber ich glaube auch nur so zwei. Ja. Weil ansonsten wären die Steine ja dann dort oben, wo die Spitzen auch sind. Und das wäre dann, glaube ich, ein bisschen wieder blöd. Aber ja, Leute, schreibt mir auch gerne wieder hier bei dem Video in die Kommentare so Vorschläge, was wir bauen könnten. Mal noch. Macht da gerne. Ah! Ja. Kurz rennen, rennen, rennen! Oh, ich krieg Anfälle. Zünde das Ding an. So. Gut, jetzt nochmal hier ein neues Lagerfeuer hin. Ja, auch nochmal ein neues hin. Das war gerade schon wieder schlimm. So, dich einmal da drauf schmeißen. Ich mag das echt nicht, wenn ich die nicht sehe, aber höre. Also wenn ich diese Schritte wie so verrückt hinter mir herrennen höre. Davon bin ich kein großer Fan bei diesem Geräusch, muss ich ganz klar sagen. Da schiebe ich echt Panik. Wenn ich das höre, das was kommt auf mich zu, was Gefährliches, aber ich weiß nicht, wo es ist, weil es so finster ist, einfach so stockfinster. Da kriege ich wirklich Panik. Weil ich das sehen möchte, was da kommt. Und dann vielleicht auch ein bisschen dagegen besser zu agieren. So. Gut, einmal hier lang. Hier durch, wieder auf die Wand die Steine platzieren. Gut. So. Oh. Ich glaube, hier kommt wieder was. Ich glaube, hier kommt langsam wieder was auf uns zu. Ja, wir bräuchten auch bald mal hier diesen Wärmeanzug, den es gibt. Den bräuchten wir, glaube ich, auch bald mal noch.
Ja, hier müsste ich, glaube ich, auch mal noch die Steine fertig kriegen, weil hier ja noch mal so ein dicker Baum davor ist. Da ist es, glaube ich, auch recht wichtig, erstmal, dass wir das noch fertig kriegen. So. Die paar Steine noch mal mit anbringen. Zack. Ich kann ja mal ganz kurz nochmal hier zeigen, was es noch so zu bauen gibt hier. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne einen Vorschlag nochmal in die Kommentare reinschreiben. Hier gibt es zum Beispiel noch ein Pavillon, andere Baumhäuser, ein Holz hier, also das Dekozeug hier, Stühle, kleines Bett, Holzbank, Feuerstelle, das ist wie so ein Kamin, Knochenstuhl. Schädeldekoration, da können wir dann von Tieren so als Deko das Zeug nehmen und so. Ja, hier gibt es noch ein Katapult, ein Hausboden, Bootssteg, ein großes Floß, so ein SOS-Symbol, hier solche Totems hier mit den Körperteilen von denen. Hier solche Andenken an unsere Frauen, unseren Sohn, so ein Auto, so ein Hund, so ein Fernseher. Ja, und dann gibt es ja noch solche Särge hier hinten, das andere davon hatten wir ja schon. Ja, und es gibt ja noch was anderes, wie so eine Rutsche, aber dafür müssten wir, wenn dann mal noch den Bauplan holen. Aber das werden wir dann auf jeden Fall jetzt noch nicht in den nächsten paar Folgen machen mit dem Bauplan. Da lasse ich mir mal noch ein bisschen Zeit somit. Aber davor will ich erstmal andere Dinge noch fertig abhaken. Wo man auch sagen muss, wenn wir nächste Runde, nächste Folge wieder auf eine Reise gehen, vielleicht werden wir mal schauen, ob wir uns das da auch noch mit besorgen. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So. Jawohl, sehr schön, das ist jetzt auch hier fertig. Ja, und ich glaube, ich würde hier ganz gerne irgendwie nochmal einen Knochenzaun wo machen. Frag mich nicht warum, aber ich finde irgendwie, das ist meine persönliche Meinung so, diese Knochenzäune finde ich persönlich richtig schön, was so Deko betrifft. Hier könnte man das ja so lang machen, an der Kirche entlang, so. Ich glaube, das könnte echt cool aussehen. Lass uns das auch mal so machen. Hier an der Seite so. Was wir hier machen, weiß ich nicht. Hier mit dieser kleinen Lücke. Vielleicht machen wir da irgendwas rein. Das reinstellen oder so. Halt hier vielleicht ein Vogelhäuschen ran nochmal. Ja, das hätte eigentlich auch was. Die Kirsche hier noch zu nehmen für ein Vogelhäuschen und so. So. Aua. Ja, aua. Ich sag aua und es tut in Wirklichkeit nicht mehr weh. Okay, das hinterfragen wir lieber nicht von mir. Okay. Gut. Gut. Ja, und da jetzt die Sonne wieder aufgeht, Leute, würde ich sagen, wir machen dann jetzt auch an der Stelle hier Schluss mit dem Video. Nächste Folge machen wir dann jetzt auf eine Reise. Ja. Schaltet da gerne wieder ein. Ich denke auch mal, die nächste Folge wird ein kleines bisschen länger gehen. Kommt halt ganz drauf an, wie lange die Reise dauert und so. Und ja, schaltet da gerne wieder ein, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Und das Projekt und um mich halt einfach zu supporten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.